Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Ich weiß, wo der letzte Sticker ist und wir werden ihn jetzt gerade schnell holen und natürlich auch noch dabei hoffen, dass wir mit vollem Leben den Boss schaffen. Besser natürlich gesagt, ich hoffe das. So, bitte mal ab. Dankeschön. Und zwar, ich finde, der letzte Sticker ist sehr, sehr fies versteckt, der Abdallah, bei dem ich das immer gucke. Das ist ja schon mal super für volles Leben. Hat auch den nicht bei seinem ersten Run gefunden. Und zwar, passt auf. Ist fies. Ich finde das extrem fies. Aber gut. So, die behinderten Affen können eigentlich auch mal sterben. Kann ich das jetzt überhaupt noch mit vollem Leben schaffen? Weil ich mich jetzt einmal hitten lassen habe. Ich hoffe es einfach mal. Ja, jetzt auf gar keinen Fall mehr. Wisst ihr was? Dann lass ich mich kurz mal umbringen. Haha! Da muss ich mich von irgendeinem Affen gerade umbringen lassen. Das tut mir natürlich jetzt leid. Wir wollen auf jeden Fall heute noch ins nächste Level. Keine Sorge, das schaffen wir auch. Ich muss irgendwie in den Rhein springen. Ja, so schon mal nicht. Scheiße, wie kann ich mich... Kann ich auch Level neu starten? Ja, kann ich. Okay. Das tut mir jetzt leid. Ich war einfach nur blöd. Aber das bin ich ja immer. Gut, mich hat's auch, ihr müsst wissen, mich freut's immer, was heißt mich freut's. Aber ich bin immer ein bisschen erleichtert, wenn der Abdallah selbst, ein Sticker nicht findet oder eine Blume oder eine Wolle. Weil, der ist erstens sehr, sehr gut in solchen Suchsachen und zweitens beweist mir das, dass ich nicht der einzige Trottel bin, der es nicht findet. Nicht, dass ich sage, dass er ein Trottel ist, Quatsch, aber... Ich bin ja nicht einfach an sich doof, sondern es war dann einfach gut versteckt. Und das freut mich dann immer so ein bisschen, wenn ich nicht der Einzige bin, der das übersieht. Gut. So, diesmal lasse ich mich bitte nicht hitten. Das wäre extrem nice. Ich wette, jetzt lasse ich mich von den Affen hitten. Der ist fast gewesen, ey. So. Eieiei. So, zack. Schnell nach oben. Zack. Aber... Was mir gerade so einfällt, ich will, dass nochmal kurz nach unten geht, ist in dieser Wolke hier, sind da Sternis drin? Herzlis? Ja, gut, das wollte ich wissen. Dann hat sich die Sache auf jeden Fall schon mal erledigt, dann kann ich jetzt hier rein. Und denke definitiv, dass ich das jetzt mit vollem Herzen schaffe. Wenn ich mich jetzt natürlich nicht hitten lasse. Das war auch schon wieder knapper als geplant. Aber gut. Oh. Zack. 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 Oh nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war schon besser. So. Hallo Freunde, bitte hittet mich nicht. Danke. So, Bello, komm mal mit. Bello heißt im Englischen, also wenn ich das beim Abdallah, sage ich jetzt mal, heißt der Pucci. Wer hieß denn noch Pucci?
Sein Name ist noch mehr. Pucci, der Hund von Simpsons, ne? Ja, der hieß auch Pucci. Deswegen, das fand ich ein bisschen cool. Das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. So. Plack. Bello, ist gut. Ja gut, er heißt hier ja auch eigentlich Schnuffel. Aber für mich ist halt immer der Name Bello im Gedächtnis geblieben, weil Yoshi's Island und dann Magma Bello, ne? Das schlimmste oder eins der schlimmsten Level. Bello, ganz ruhig, ich bin auch da. Eins der schlimmsten Level im ganzen Spiel. Ja, leider nicht ganz, hat leider nicht ganz so funktioniert, wie wir wollten. Bello! Aber gut. Bello, bleib bitte hier. Bello, bleib bitte ruhig. Wir wollen jetzt den Boss. Definitiv schon. So, bitte Bello, einmal hier hoch. Dankeschön. Kommst du mit? Ich denke, ich werde jetzt lieber selber schwimmen. Oder auch nicht. Hä? Bin ich jetzt irgendwie total doof oder habe ich das... Ich habe das... Ne, das muss anders gemacht werden, ne? Moment mal. Das musste man doch immer so machen, oder? Zack. Jetzt. So funktioniert das doch eigentlich. Bello, kommst du hier bitte hoch? Der kann auch unter Wasser schwimmen. Ist das ein cooler Hund, ey. Bello, Schlüssel. Dankeschön. Komm mit. Ich brauch dich, sonst komm ich da nicht hoch. Dankeschön. Gut, dann jetzt noch einmal das mit den Stacheln. Das ist nicht so meins. Und danach sind wir soweit fertig. Ich gehe jetzt rechts rum, weil das interessiert mich ja jetzt eh nicht mehr. Zack. Ich muss es nicht einsammeln. Ich muss einfach nur gucken, dass ich hier runterkomme. Dann hätte es hier nochmal Herzlies gegeben, aber ich meine, ich habe voll. Ja. Dann kommen wir zum Boss und hoffen, dass ich den Boss jetzt einfach schaffe, ohne getroffen zu werden. Und danach gehen wir noch ins nächste Level, keine Sorge. Keine Sorge, nur weil wir jetzt hier ein bisschen länger brauchen, gehen wir natürlich noch ins nächste Level. Das würde ich euch ja nicht antun. So. Dann komm hier. Dann komm wieder hier. Und ich habe mich treffen lassen. Ich habe mich wieder treffen lassen. Ja gut, dann verlasse ich. Nicht neu starten. Ich verlasse das Level. Mach's einfach offscreen, oder? Ich mach's offscreen. Ist vielleicht besser. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, wo der Sticker ist. Den muss ich natürlich gleich nochmal einsammeln. Da muss ich gleich dran denken. Da muss ich gleich wirklich dran denken. Und ja. Aber egal. So. Hallo Wasser-Yoshi. Wir gehen jetzt mal in das Level. Vorhang mit Affenzahn. Das heißt Vorhänge und Affen. Wenn ich da jetzt nicht komplett doof bin. Und das sind zwei Sachen, oder besser auf jeden Fall schon mal eine Sache, die ich absolut nicht leiden kann. Vorhänge, keine Ahnung. Das Level ist cool. Ich liebe das Level. I love Yoshi. Da ist so viel Liebe. Warum lieben das Level so viele Leute? Da kann das Level doch gar nicht scheiße sein, oder? Das sieht sehr verdächtig aus. Aber das Level sieht auch unglaublich schön aus. Oh mein. Thank you.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also die Level-Idee ist großartig, muss man einfach mal sagen. Aber jetzt war ohne Mist. Wie lange werde ich denn bitte hierfür brauchen, bis ich hier alles habe? Jahre. Jahre. Das könnt ihr mir aber glauben. Dafür muss man das Level ja in- und auswendig wissen. Alter. In- und auswendig muss man das Level wissen. In- und auswendig. Anders kann man das Level nicht auf 100% holen. Du musst genau wissen, wann was kommt. Und bis ich das mal drin hab, dann aber gute Nacht. Das kann jetzt dauern. Es scrollt gar nicht mit. Es scrollt gar nicht mit. Okay. Gut zu wissen. Ist halt wie eine Achterbahn, das Level, ne? Oh mein Gott, wenn das ganze Level so ist. Kann ja nicht, es muss ja irgendwann einen Checkpoint geben. Und jetzt habe ich die Blume übersehen. Egal. Ach, und es geht direkt weiter. Oh. Okay, hier ist es wenigstens langsam. Komm ich da noch hin? Da komm ich noch hin, da komm ich noch hin, da komm ich noch hin, da komm ich noch hin. Ich glaube an dich, Yoshi. Ich glaube an dich. Da war auch eine Blume. Oh Gott. Das muss man natürlich alles wissen. Das musst du alles wissen. Sonst hast du einfach keinen... Das ist cool. Das ist ja richtig. Und du kriegst ja alle. Okay. 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 Volles Leben? Check. Wolle, glaube ich, auch check. Und ich glaube sogar Sticker check. Ja, mir fehlen einfach nur alle Blumen. Oh, wow. Wow! Ich weiß, warum die Leute das Level lieben. Das Level ist der Wahnsinn. Das Level ist wirklich ultra gut. Super Level. Wirklich. Ich bin begeistert. Und das ist kein Scherz. Klar, um die 100% zu holen, musst du alles wissen. Klar. Aber... Ist das der Vorhang, Yoshi? Nee. Der Laub, Yoshi?
Der Tarn-Yoshi. Aha. Er braucht also bei der Bundeswehr keine Tarnanzüge mehr. Gut. Ich erkenne das nicht. Was soll das darstellen? Egal. Wir gehen da natürlich nochmal rein. Ich muss ja noch ein paar Blumen nachholen. Ich weiß ja, wo alle Blumen sind. Du musst sie halt nur erwischen. Das ist halt ein Problem. Und die Blumen waren echt hart, fand ich. Die waren echt hart. Vor allem frage ich mich, wie man an die erste kommen soll. Aber das Level an sich ist der Wahnsinn. Also wenn du einfach nur ein schnelles, cooles Level haben willst, bist du hier genau richtig. Eigentlich muss ich die gar nicht einsammeln. Weil ich habe ja alles, Digga. Aber hat einfach Spaß. Ich hatte erst ein bisschen Angst gehabt. Aber ohne Mist, mir fehlen nur die Blumen. Die sind daran schlimm. Gott, dann ist es halt so. Jetzt gleich kommt der Affe. Der kommt jetzt. Hiernach kommt die erste Blume. Ah! Okay. Ich weiß aber auf jeden Fall jetzt schon mal, wie man an die erste Blume rankommt. Ich muss das nur ein bisschen besser timen. Das Level ist so geil. Ich muss das nur ein bisschen besser timen jetzt. Okay. Ich finde das aber auch schon großartig, wie ich einfach im ersten Run alle... Was heißt im ersten Run? Ich meine jetzt den ersten geschafften Run. Einfach alle Sticker habe. Das allein finde ich schon großartig. Hab's. Okay, die zweite Blume hatte ich ja. Wo auch immer die jetzt kommt. Ach, das war die hier, genau. Die habe ich schon. Also lasse ich die mal. Habt ihr da oben diese Art Wäscheleine gesehen? Also ich meine jetzt nicht eine Wäscheleine, wo die hier dran hängen, sondern da gerade im Hintergrund, die Leine. Ich habe die nämlich für einen weiteren Abschnitt gehalten und bin deswegen nicht abgesprungen. War mein Fehler. Da habe ich mich verguckt, das tut mir leid. Wow. Ich bin so begeistert von diesem Level. Generell, dass einfach jedes Yoshi's Woolly World Level sein eigenes Gimmick hat, ist so geil. Deshalb liebe ich dieses Spiel auch wahrscheinlich. Weil jedes Level was anderes wird. Muss ich ja nicht holen. Die Blume muss ich auch nicht holen. So, und jetzt dran denken abzuspringen. Genau diese Leine. Seht ihr da, wo diese Dinger dranhängen? Das hat mich total irritiert. Gut, hier ist schon mal ein Checkpoint. Jetzt muss ich hier genau drauf achten, wo hier die Blumen sind. Hier kann ich sie ja nicht übersehen. Denke ich mal. Die habe ich aber übersehen. Aber gekonnt geholt. Okay. So, die Frage ist natürlich, wo ist jetzt... Das war nicht die letzte Blume, ne? Ich habe aber die dritte Blume übersehen. Aber ich glaube, ich weiß auch, wo die ist. Oder habe ich alle Blumen? Nee, ich habe die dritte verpasst. Ich glaube aber, ich weiß, wo die dritte Blume ist. Und zwar, wenn du in die zweite Höhle kommst, sieht man, dass oben auch noch so ein Strang verläuft. Ich denke, da ist die Blume. Da muss ich dran denken, hochzuspringen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in das Level. Das tut mir jetzt leid, aber das ist ein längerer Part für euch, meine ich. Hey. Außerdem ist das Level ja ultra cool. Ich kann das eigentlich den ganzen Tag machen.
ja, wie gesagt, ich habe eine Vermutung, wenn die dann nicht ist, dann habe ich echt keine Ahnung. Aber muss ja eigentlich. So, das heißt nochmal in das Level. Aber das Level ist einfach ultra cool. Ultra cool. Das heißt, ich muss mich jetzt um gar nichts kümmern, ich muss nur diese eine Blume holen. Und da muss ich auch einfach dran denken jetzt gleich. Das wird, glaube ich, das größte Problem. Ich bin nicht so der Denker. So. Aber das Level geht ja schnell. Das ist ja das Schöne an dem Level, dass es einfach schnell geht. Weil das Level einfach ununterbrochen weitergeht. Du brauchst dich nirgendwo umgucken. Hat einfach seinen Lauf. Jetzt kann ich auch einfach hier oben hin. Muss ich ja nicht hin. Dahin. Dann kann ich schon mal hier oben an die. Dann gleich abspringen und dann sind wir auch schon bei der Mitte. So. Ist ja egal. Ja, genau die meine ich. Jawohl. Ja, nice. Und wir haben sie, Leute. Wir haben sie. Nur noch ins Ziel. Gut. Dieses Level macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich hab Spaß mit dem Level, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Der Looping, der ist so cool. Dass ihr jetzt gleich die Sicht hier auch. Die Sicht, die jetzt nach unten geht. So cool. Und der Affe, der einfach mitfährt. Und einfach ins Ziel springen. Und dann haben wir 100% in dem Level. Großes Kino, großes Kino. Richtig geiles Level. 100%. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder bei dem Level, wo ich absolut keine Ahnung, was das darstellen soll. Dann werde ich die 100% beim Boss holen. Ich werde den Boss schaffen, ohne Schaden zu nehmen. Das hoffe ich mal zumindest. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genauso wie mir. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.